Mazda zeigt mit dem CX-5-Update einmal mehr, worauf es im Autoleben wirklich ankommt. Wenn man als Autohersteller die Aufgabe hat, nach 3 Jahren das Auto abzudaten, also quasi das Facelift durchzuführen, dann kann man das auf 2 Arten machen. Die eine ist, einfach jede Linie ein bisschen nachschärfen und die andere ist mit Intelligenz. Intelligenz gilt allgemein als attraktiv. Jedoch gewinnt man mit einer Kombination aus Hirnschmalz und gutem Aussehen noch mehr Herzen. Da Mazda und übrigens auch die Mazda-Käufer fest davon überzeugt sind, dass es beim CX-5-Update keine optischen Änderungen an der Karosserie braucht, gibt's auch keine. Das kompakte SUV kommt auch weiterhin im bekannten Look und passt wie eh und je bei jedem Wetter an jeden Ort. Das Facelift vom Mazda CX-5 ist ja optisch eher eine zurückhaltende Geschichte. Allerdings hat man sich technisch ganz schön rangehalten, nämlich gibt es jetzt beim Lenkrad einen Dämpfer, der die Vibrationen rausfiltert, sodass man als Autofahrer halt vom Fahrwerk vorne, wenn da irgendwo Unebenheiten sind, rausgefiltert werden. Und dazu gibt es eine bessere Geräuschstimmung. Das heißt, das Auto ist jetzt leiser. Warum macht man das? Ja, ganz einfach. Ein Auto, das nicht laut ist, ermüdet den Fahrer nicht mehr so schnell. Und das ist eine gute Sache. Ist besonders wichtig beim Autofahren eigentlich. Und das Allerwichtigste ist, der fährt auch mit nur 2 Zylindern, nämlich mit Zylinderabschaltung. Und das spart enorm viel Sprit. Der Testwagen, mit dem ich unterwegs bin, ist ein handgeschaltener G165 mit Frontantrieb. Das bedeutet, dass unter der Haube ein 2 Liter Vierzylinder Benziner mit 165 PS steckt, der 213 Newtonmeter Drehmoment leistet. Dabei ist es vor allem die seitige Charakteristik des Motors, die mich überzeugt. Da das Aggregat ohne Turbolader arbeitet, kommt bei steigender Drehzahl richtig Fahrfreude auf. Beim Verbrauch gibt Mazda 7,1 Liter Benzin nach WLTP an. Wer mit der Drehzahl zu oft in den roten Bereich schnallt, wird den Normverbrauch aber nur schwierig erreichen. Allerdings mit einer normalen Fahrweise scheint der Normverbrauch ohne große Anstrengungen erreichbar zu sein. Denselben Motor gibt es übrigens auch mit Allradantrieb. Damit kommt man auch in den Genuss eines neuen E-Diffs an der Hinterachse. Doch damit nicht genug an Neuerungen, denn Mazda hat sich für den CX-5-Käufer ein echtes Zuckerl einfallen lassen. Der CX-5, mit dem ich unterwegs bin, ist kein gewöhnlicher CX-5, sondern das ist ein Sondermodell. Edition 100, denn Mazda wird 100 und ja, da hat man gedacht, da hauen wir auf den Putz und bringen ein Sondermodell. Das hat so tolle Sachen wie so Teilledersitze, die sehr popschfreundlich sind und noch vieles, vieles mehr. In Summe hat man einen Mehrwert von 1500 Euro, die man dann nicht ausgeben muss, weil die hat man da schon drin. Das bedeutet, neben den Halbledersitzen kommt man auch in den Genuss des Head-Up-Displays, des 360-Grad-Umgebungsmonitors, 19 Zoll Alurädern, LED-Scheinwerfern und vieles, vieles mehr. Der CX-5 ist zum 100er von Mazda nicht nur jubiläumshaft ausgestattet, sondern eigentlich ein 1500-Euro-Geschenk an die künftigen CX-5-Käufer. Mazda feiert den CX-5. Zu Recht, ist ja auch ganz fesch geworden. Und zwar an den richtigen Stellen mit jede Menge Intelligenz, also ein intelligentes Facelift. Und dazu gibt es natürlich auch noch die 100-Jahre-Edition, denn Mazda wird 100 Jahre. Da ist doch mal wirklich was zum Feiern dabei, nämlich der neue Mazda CX-5 und die Edition 100. Hey, das Video war jetzt gar nicht so übel, oder? Dann wäre es am besten, den ganzen YouTube-Kanal zu abonnieren, das nächste Video von uns anzuklicken und wenn man mehr darüber wissen will, einfach auf godrive.at zu gehen und sich umfassend über alle unsere Autos zu informieren.